Hi Leute, heute geht es um euch. Und zwar um jeden Einzelnen von euch. Heute geht es darum, was euch von anderen unterscheidet, was euch besonders macht, was euch ausmacht. Heute geht es nämlich um das Ich. Wie cool! Dann bin ich ja auch dabei. Hä, nee. Im Spiegel sieht man doch nur sein eigenes Ich, nicht so komische Typen wie dich. Was ist denn das jetzt? Also, Schluss jetzt mal. Ich bin ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Ich. Nein, ich. Also, jetzt reicht's mir mal. Stopp. Jetzt passt's wieder. Übrigens, wenn ihr Lust habt, euer eigenes Ich mal genauer anzugucken, dann macht's doch so wie ich. Und nehmt euch einen Spiegel und guckt mal ein bisschen genauer hin. Ich drücke euch die Daumen, dass eure Spiegel nicht so komische Sachen machen wie meine hier. Also, ihr könnt euch jetzt eh denken, heute geht es um das Ich. Und du hör mal auf jetzt. Wenn ich mich im Spiegel angucke, weiß ich sofort, klar, das bin ich. Wobei, wenn ihr das selbst mal ausprobiert, da können doch auch ziemlich viele Fragen aufploppen. Zum Beispiel, was unterscheidet mich eigentlich von anderen? Woher wissen andere Leute, dass genau ich das bin? Es könnte ja auch eine Art Doppelgänger von mir sein. Wir Menschen sind alle total unterschiedlich. Deshalb können wir andere ganz genau erkennen und wenn wir uns richtig anstrengen, können wir sogar Zwillinge voneinander unterscheiden. Ich will heute herausfinden, was jede und jeden von uns so einzigartig macht. Mit Genetikerin Christina checke ich, wie viel von uns bereits von Geburt an vorprogrammiert ist. Und mit Psychologin Verena kläre ich, was sonst noch zu dem Begriff Ich dazugehört. Zum Schluss gucke ich mir mit Conny eine für uns alle wichtige Lebensphase ganz genau an. Die Pubertät. Also, ich bin bereit für ein Thema, bei dem ich sicher eine ganze Menge über mich selbst rausfinden werde. Hier kommt der Ich-Check. Halleluja! Und jetzt die Checker-Fragen. Was ist die DNA? Was ist der Charakter? Und was passiert in der Pubertät? Das check ich für euch! Wie wir sind, ist zum Teil in unserem Körper von Geburt an festgelegt. Warum das so ist und wo diese Informationen in uns gespeichert sind, das will ich heute als allererstes klären. Und zwar mit Genetikerin Christina. Sie kennt sich mit dem menschlichen Bauplan super aus und klärt mit mir die erste Checker-Frage. Was ist die DNA? Sag mal, Christina, Dinge wie meine Hautfarbe, meine Augenfarbe, meine Haarfarbe, die sind ja irgendwie schon in mir drin, von Anfang an. Ja. Kannst du mir jetzt erklären, wo, wie und warum? Wir sind ja Lebewesen, wir Menschen. Richtig. Wir sind Lebewesen wie eine Katze oder auch Pflanzen. Und Lebewesen bestehen alle aus Zellen. Das sind winzige kleine Teilchen, richtig? Genau. Die sind so klein, dass man die mit dem Auge nicht sehen kann. Aus wie vielen Zellen besteht ein Mensch? Aus 30 Billionen. 30 Billionen? Ja. Wow, das ist eine große Zahl. Das ist eine 3 mit 13 Nullen. Richtig. Puh, okay. Und da steht jetzt drin, wie meine Augenfarbe aussieht, oder wie? So ungefähr. Also hier so eine Zelle zum Beispiel. Ja. Die hat hier im Inneren diesen dunkelblauen Punkt. Das ist der Zellkern. Mhm. Und in diesem Zellkern steckt etwas ganz Besonderes drin, nämlich die DNA. Das steht für Desoxyribonucleic Acid. Also kurz DNA. Oder Desoxyribonukleinsäure auf Deutsch. Super schwieriges Wort. Könnt ihr auch mal zu Hause probieren? Bei drei, ja? 1, 2, 3. Desoxyribonukleinsäure. Krass. Und so sieht die DNA als vergrößertes Modell aus. In unserem Körper ist sie natürlich nicht so bunt. Wir haben hier diesen einen Teil, das ist dieses rot-weiße, sieht so aus wie Absperrband, das ist das sogenannte Rückgrat der DNA. Die hält den eigentlich wichtigen Teil an einem Ort. Und das eigentlich Wichtige sind hier diese blauen, orangenen, grünen und gelben Bausteine, die werden auch Basen genannt. Davon gibt es nur 4 Stück und die Reihenfolge dieser Basen, die sagt dir zum Beispiel etwas über deine Hautfarbe, deine Augenfarbe oder deine Haarfarbe aus. In diesem winzigen Strang, der genau in diesen Zellen ist, hat die Anordnung von diesen 4 verschiedenen Bauteilen, genau, sage ich mal, diesen Basen, wie du es genannt hast, das bestimmt, welche Haarfarbe ich habe, welche Augenfarbe ich habe, all meinen ganzen körperlichen Aussehensmerkmale. Richtig. Nehmen wir jetzt mal an, wir würden die Abfolge der Basen verändern. Dann würde das bedeuten, dass wir ein anderer Mensch wären. Meine Nase wäre dann vielleicht viel größer und meine Augenfarbe blau statt braun.
Ist doch verrückt, oder? Rat mal, wie lang die gesamte DNA in einer einzigen Zelle, also in einem Zellkern ist. Vielleicht verhältnismäßig lang, aber ich würde denken, trotzdem weniger als ein Millimeter, weil sogar den könnte ich mit dem Auge noch sehen. Also vielleicht so. Das ist nicht ganz richtig. Es sind tatsächlich 2 Meter. Was? Wie? Ja. Die DNA in jeder Zelle. 2 Meter lang. Also sowas. Größer als ich lang bin insgesamt. Ja, das liegt halt daran, dass die DNA ganz schön schmal ist. Die liegt dann so ganz eng zusammengeknüllt sozusagen in dem Zellkern. Und bevor wir uns das gleich noch genauer angucken, gibt's jetzt erstmal eine Frage an euch. Was ist Fremdwahrnehmung? A. Wie wir uns selbst sehen und beschreiben? Oder B. Wie uns andere Menschen sehen und beschreiben? Checkt doch mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Christina sagt, die DNA kann man auch mit bloßem Auge sehen. Cool, oder? Wie das geht, zeigt sie mir jetzt. Zuerst sammle ich Zellen aus meiner Wangeninnenseite und spüle die Zellen mit Wasser aus meinem Mund. Mmh, lecker. Dann mische ich so eine Art Spülmittel und Alkohol dazu. Sie waschen alles rund um die DNA weg und legen sie so frei. Und jetzt guckt mal. Siehst du schon? Da in der Mitte? An der Phasen, ja. Das ist meine DNA. Das ist deine DNA. Nicht dein Ernst. Guck mal. Unfassbar. Auf diesem dünnen, milchigen Fädenwirrwarr ist mein menschlicher Bauplan gespeichert. Hier sehen wir übrigens gleich mehrere DNA-Stränge, die sich ganz eng zusammengeknüllt haben. Die DNA besteht unter anderem aus sogenannten Basen. Ihre Zusammensetzung enthält unseren ganz persönlichen Bauplan. Gecheckt. Ich bin ja das Kind, logischerweise, von meiner Mama und meinem Papa. Und ich habe zum Beispiel von meiner Mama die Augenfarbe und von meinem Papa aber eher die Augenbrauen. Wie kommt denn das? Man würde jetzt sagen, du hast die Augen deiner Mutter geerbt und die Augenbrauen deines Vaters. Man kann sich das so erklären, dass du die Hälfte der DNA deiner Mutter bekommst und die Hälfte der DNA deines Papas. Und diese beiden Hälften zusammen ergeben dann dich. Deswegen hast du einige deiner Merkmale von der Mama und einige vom Papa. Okay, das ist logisch. Aber ich habe 2 Geschwister. Das sind meine leiblichen Geschwister. Die haben also die gleiche Mama und den gleichen Papa. Wir sehen uns ein bisschen ähnlich, aber sie sehen schon unterschiedlich aus. Wie kommt das denn? Die haben auch die Hälfte ihrer DNA von der Mama und die Hälfte der DNA vom Papa. Aber einfach andere Teile von der Mama-DNA und andere Teile von der Papa-DNA. Und so kommt es eben auch, dass jeder Mensch eben einzigartig ist. Weil jede DNA ein bisschen anders zusammengesetzt ist. Fast. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, nämlich eineiige Zwillinge. Ach so, na klar, die auch zum Verwechseln ähnlich sehen. Genau. Und das liegt daran, dass sie den komplett gleichen DNA-Code haben. Eineiige Zwillinge sehen sich also super ähnlich, weil sie die gleiche DNA haben. Und warum das so ist, das hat was mit der Teilung einer befruchteten Eizelle zu tun. Am Anfang jeder Schwangerschaft gibt es im Bauch der Frau eine Eizelle, die sieht ungefähr so aus, und einen Samen, man sagt auch Spermium dazu. Der kommt vom Mann. Der Samen dringt in die Eizelle ein und die beiden verschmelzen miteinander. Und dann nach ein paar Monaten, das wisst ihr bestimmt, entsteht daraus ein Baby. Es kann aber auch vorkommen, dass sich die Eizelle im Bauch der Frau so teilt, dass im Bauch nebeneinander 2 Babys heranwachsen. Das sind dann eineiige Zwillinge. Klar, weil sie ja aus der gleichen Eizelle entstehen. Und diese 2 Babys teilen dann eben auch die gleiche DNA. Abgefahren, oder? Trotzdem können sie auch ganz unterschiedliche Talente, Eigenschaften und Vorlieben haben. Das hängt von unserer DNA und von anderen Faktoren ab. So kann es zum Beispiel sein, dass eineiige Zwillinge gleich gut in Mathe sind, aber der eine ist viel sportlicher, weil er jeden Tag Fußball spielt, und der andere ist musikalischer, weil er schon seit Jahren im Chor singt. Ein Teil unseres Ichs steht in unserer DNA. Andere Teile, wie zum Beispiel unser Verhalten oder unsere Vorlieben, entwickeln wir erst im Laufe unseres Lebens. Mit Psychologin Verena will ich noch mehr über das Ich herausfinden. Und ich kläre mit ihr die nächste Checker-Frage. Was ist der Charakter? Erstmal die Äußerlichkeiten. Wow, ein riesengroßes Poster von mir selbst. Ja, gefällt dir, oder? Knaller. Es geht ja um das Ich. Ja. Aber ich finde das so kompliziert zu beschreiben. Was genau ist denn das Ich? Beschreib dich doch mal selbst einfach. Erstmal die Äußerlichkeiten. Ich bin ungefähr 1,70 Meter groß und habe dunkelblonde Haare. Ich lache total gerne und auch so viel, wie es geht. Ja. Dann bin ich natürlich wahnsinnig neugierig. Mhm. Klar, das gehört ja auch zu meinem Beruf.
Außerdem mache ich gern Sport und meine Familie und meine Freunde sind mir super wichtig. Und ich gucke total gern Filme. Ist das jetzt mein Ich? Na, zumindest Teile deines Ichs. Und wir sehen auch schon, es gibt im Groben mal zwei Kategorien. Das eine sind einfach Dinge, die man sehen kann, aber nicht jeder weiß dann automatisch, dass du Filme magst oder dass du diverse Sportarten machst. Ja. Das sind Dinge, die sind eher eben einfach Teil deiner Persönlichkeit und deines Charakters. Kannst du noch mal kurz erklären, was genau ist denn eigentlich der Charakter? Ja, der Charakter ist im Prinzip einfach, wie jemand ist. Also was mag jemand, wie verhält sich jemand, ist jemand eher ruhig oder ist jemand eher aufbrausend? Um unser Ich und unseren Charakter noch besser zu beschreiben, sind diese Begriffe wichtig. Offenheit. Also, probiert ihr gern neue Sachen aus oder seid ihr eher vorsichtig und lasst lieber alles so, wie es ist? Geselligkeit. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen dazu auch Extraversion. Sagt aus, ob ihr gerne unter Menschen seid oder lieber alleine bleibt. Bei der Gewissenhaftigkeit geht es darum, ob ihr sorgfältig und genau seid oder ob ihr eure Aufgaben eher locker erledigt. Dann gibt's noch die Verträglichkeit. Also geht's euch nur um das, was ihr wollt, oder denkt ihr auch an andere? Und zum Schluss emotionale Stabilität. Also kommen Gefühle wie Angst oder Nervosität schnell auf, oder seid ihr eher die Ruhe selbst? Mit den Begriffen kann man prüfen, welche Art von Charakter man hat. Ich mach das mal. Je mehr was zutrifft, desto mehr Plusse darf ich verteilen. Bei Offenheit gebe ich mir volle Punktzahl. Denn als Checker erlebe ich ja ständig Neues. Guckt mal, hier bin ich für den Gummicheck Bungee gesprungen. Und hier esse ich für den Ekelcheck ein richtig widerliches Ei. Bei der emotionalen Stabilität gebe ich mir mal nur 3 Punkte. Ich bin zwar auf der Monster-Achterbahn ziemlich entspannt geblieben, aber als ich mal vom 10-Meter-Turm springen musste, da hatte ich richtig Muffensausen. Hab mich auch dagegen entschieden. Ihr könnt das ja auch mal mit einem Freund oder einer Freundin testen. Je ähnlicher sich zwei Menschen bei solchen Fragen sind, umso besser verstehen sie sich meistens auch. Würdest du denn jetzt sagen, das bin ich? Naja, das ist jetzt, wie du dich beschreibst. Aber vielleicht sehen dich andere Leute auch noch mal in einem ganz anderen Licht. Und auch je nachdem, wie viel Zeit man mit dir verbracht hat und wie viel unterschiedlichen Situationen man dich auch schon erlebt hat, desto mehr weiß ich von dir, desto mehr Puzzleteile habe ich sozusagen, die deine Persönlichkeit ergeben. Also das ist so meine Selbstwahrnehmung. Aber jemand anderes, du, ich meine, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen, du würdest mich vielleicht ganz anders einschätzen. Genau, das wäre eine Fremdwahrnehmung. Fremdwahrnehmung. Ja. Und so beschreiben mich meine Freunde und Kolleginnen. Also ich glaube, beim Thema Offenheit würde ich dem Tobi einen mini kleinen Punkt abziehen, denn er liebt zwar neue Sachen auszuprobieren, aber genauso liebt er Routinen. Wenn es jetzt mal nicht so läuft, wie er sich das genau vorher vorgestellt hat, dann ist er doch mal aus der Ruhe zu bringen. Tobi ist einer der mutigsten Menschen, den ich kenne. Und das Thema Offenheit ist bei uns Checkern eh klar, oder? Doppelte Punktzahl! Ja! Okay, Freunde, bei der einen oder anderen Sache mögt ihr ja recht haben. Aber ich bin nicht aus der Ruhe zu bringen. Niemals! Unser Charakter sagt aus, wie wir sind und welche Eigenschaften und Vorlieben wir haben. Er macht uns unverwechselbar. Gecheckt. Verena, es hat wieder richtig Bock gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hä? Das bin doch nicht ich oder so sehe ich doch nicht aus. Ich krieg das einfach nicht hin. Kennt ihr das, wenn ihr im Internet unterwegs seid, zum Beispiel bei Instagram oder TikTok oder so, und alle Leute da einfach immer super gut aussehen? Dabei ist nämlich ganz, ganz wichtig, auch diese Leute haben mal einen Pickel im Gesicht oder einfach schlechte Laune. Aber was sie zeigen, ist halt nur ihre gute Seite, nur ihr gutes Ich. Zu genau dem Thema chatte ich jetzt mit Laura. Laura ist Moderatorin und hat bei Instagram 85.000 Menschen, die ihr folgen. Also so viele, wie in ein großes Fußballstadion passen. Mal gucken, was sie zu dem Thema zu sagen hat. Hallo Tobi. Hallo Laura. Wie viel von dem, was du den Leuten zeigst, bist denn wirklich du und wie viel ist, sage ich mal, Internet-Laura? Ich sag mal 90%, weil wenn ich jetzt ein Video von mir gemacht habe, dann gucke ich mir das danach an und wenn ich dann sehe, wie bin ich denn da? Wie gucke ich denn da? Da habe ich ja noch Schokolade im Mundwinkel hängen, das kann ich ja so nicht hochladen. Dann lösche ich das und dann mache ich das nochmal neu und in dem Moment ist es ja schon nicht mehr 100% ich. Und sag mal, was würdest du Leuten empfehlen, die viel auf TikTok, Instagram und so weiter unterwegs sind?
Wenn man sagt, nee, ich möchte aber so ehrlich wie möglich sein, dann finde ich, dann darf man auch die Schwächen im Internet zeigen, weil, wenn ich jetzt irgendwie zeige, dass ich heute einen riesigen Pickel auf der Stirn habe, dann lachen mich andere aus. Aber die Wahrheit ist, viele Leute sind ganz froh darüber, wenn man da Leute sieht, die die gleichen Probleme haben wie du und ich. Du, also ganz ehrlich, mich setzt das auch immer so ein bisschen unter Druck, weil ich das Gefühl habe, im Internet sind die Leute alle immer so wahnsinnig cool und schön und so. Verstehst du das? Voll. Es gibt so viele Apps und Filter und Programme und Möglichkeiten, sich ins richtige Licht zu rücken. Das ist ja nicht die Wahrheit im Internet. Laura, vielen, vielen Dank. Das war super mit dir. Bis bald. Ciao. Ciao. Also Leute, wenn ihr das nächste Mal jemanden im Internet seht, bei dem einfach alles perfekt ist und so, denkt immer dran, das ist auch nur ein Teil seines Ichs. Nur der Teil, von dem er sich entscheidet, dass er den im Internet zeigen möchte. Jetzt zum Schluss richte ich mir so eine Art Jugendzimmer ein. Denn ich will mir eine ganz besondere und wichtige Lebensphase genauer angucken. Die Pubertät. In der entwickelt sich unser Ich nämlich besonders stark. Was da genau bei uns passiert, das erklärt mir Psychologin Conny. Und mit ihr checke ich auch meine letzte Checkerfrage. Was passiert in der Pubertät? Herzlich willkommen in meinem Jugendzimmer. Aha. Und jetzt musst du bitte nochmal erklären, was genau ist die Pubertät? Ja, Pubertät ist ja so ein bisschen ein komisches Wort, heißt aber eigentlich nur, das ist so der Übergang zwischen Kindheit und Erwachsensein. Also in welchem Alter ist man da? Ungefähr 12 bis 18. Wie war das bei dir in der Zeit? Also Tanzschule war so ein ganz wichtiges Ding. Ja, bin ich immer hingegangen, da gab es auch Partys abends mit der Clique zusammen. Und so sah das damals aus, als Conny mit 14 Jahren mit ihren Freunden gefeiert hat. Bei mir war es so, dass Klamotten plötzlich wichtig wurden. Als Kind war mir egal, was ich anhatte. Plötzlich wollte ich die coolen Markenklamotten tragen, die die coolen Kinder in der Schule hatten. Guckt mal, ich bin für euch mal in die Klamotten von damals geschlüpft. Richtig lässig, oder? Und Conny auch. Nicht schlecht. Außerdem habe ich damals super viel Sport gemacht und ganz schön viel am Computer gezockt. Und ich habe Gitarre gespielt, gesungen und mich dabei wie ein echter Rockstar gefühlt. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Ich vermisse dich schon jetzt. Und weißt du was, Conny? Ich habe mal ein paar Leute gefragt, die auch gerade in der Pubertät sind, ob sie uns mal berichten, was ihnen wichtig ist, wie es ihnen so geht. Wollen wir mal reingucken? Da bin ich ja gespannt. Cool. Aha. Ich treffe mich gerne mit Freunden, ich lese sehr gerne, ich mache sehr viel Sport. Was ich zurzeit am liebsten mache, ist, wenn ich nach Hause komme, mir das Tablet nehme, mich auf mein Bett setze und meine Serie schaue. Dies entspannt mich und es lenkt mich von allem ab. Ich bin gern draußen in der Natur und verbringe viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Am liebsten gehe ich zurzeit mit meinen Freunden raus, genieße das schöne Wetter und spiele Fußball. Ja, eigentlich gar nicht so groß andere Interessen, als wir sie in unserer Pubertät so mochten, ne? Vor allem, was mir aufgefallen ist mit dem Freundetreffen. Das ist wirklich so ein ganz wichtiges Ding, dass eben zunehmend die Freunde wichtiger werden, man mehr aus der Familie raus möchte. Was bei mir damals noch passiert ist, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz normal in der Pubertät, dass sich natürlich der Körper verändert. Sollen wir mal gucken, was unsere Leute sagen zu ihren körperlichen Veränderungen? Okay. Bitte sehr. In letzter Zeit habe ich an mir folgende Veränderungen festgestellt. Dass meine Stimme um einiges tiefer geworden ist, dass ich beim Sport mehr schwitze und dass ich sehr gewachsen bin. Ich bin größer geworden, meine Stimme ist tiefer und ich reagiere auf Sachen empfindlicher als vorher. Weiß nicht, wo hast du es zuerst gemerkt, dass sich was tut? Also ich meine, dass ich plötzlich Haare an den Beinen hatte oder unter den Armen. Und ich weiß aber noch ganz genau, dass das bei mir später anfing als bei all meinen Klassenkameraden. Und dass ich das ganz, ganz schrecklich fand. Wenn wir im Schwimmbad waren und die hatten alle schon Haare unter den Achseln und ich noch nicht, habe ich damals gedacht, oh, wie schlimm, warum passiert das bei mir denn nicht? Ja, ja, ich glaube, man hat dann irgendwie das Gefühl, mit einem selbst stimmt irgendwie was nicht. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer. Aber man kann eigentlich drauf vertrauen, irgendwann passiert's. Und wisst ihr, was ich auch immer richtig anstrengend fand? Dass ich meine Gefühle gar nicht richtig unter Kontrolle hatte und es teilweise wie in einer Achterbahn zuging. Also ich kann mich erinnern, dass es Tage gab, da dachte ich morgens, oh, das wird super und 10 Minuten später war alles kacke irgendwie. Oder wenn meine Mama, mein Papa wollten, dass ich irgendwie im Haushalt helfe, war ich super schnell genervt. Manchmal mussten die nur fragen, wie war es in der Schule? Und ich habe so gedacht, was geht das euch an und so. Klar, da gab es zu Hause auch mal Streit, weil ich eben einfach ziemlich schnell genervt war und unüberlegt reagiert habe. Conny sagt, das hat was mit unserem Gehirn zu tun. Aber was genau? Und was will sie mit mir in dieser unordentlichen Halle? Draußen war es doch voll nett.
Mit dem menschlichen Gehirn ist es nämlich so, man hat lange gedacht, dass es mit ungefähr 12 Jahren komplett fertig entwickelt ist. Mhm. Dass man da schon ein Erwachsener ist vom Gehirn her. Und dann erst hat man herausgefunden, dass gerade im Alter von 12 bis 18 sich da oben noch mal ganz, ganz viel tut. Mhm. Man könnte also sagen, da ist eine Baustelle in dieser Zeit. Und deswegen sind wir hier, weil hier eben auch alles chaotisch ist und also halb auseinanderfällt, aber auch noch steht und so. Ja. Aber welche Dinge passieren denn in dieser Zeit? Es gibt ja ganz viele Nervenzellen im Gehirn, die auch miteinander verbunden sind. Und die Verbindungen, die bisher nicht so intensiv benutzt worden sind, da sagt das Gehirn, brauche ich nicht mehr, die werden sozusagen entfernt. Also um in dem Baustellenbild zu bleiben, die werden abgerissen? Könnte man so sagen. Okay. Genau. Die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die viel gebraucht werden, sollen noch besser funktionieren. Sie werden deswegen nicht abgerissen, sondern ausgebaut. Schnelles Denken fällt uns dann zum Beispiel viel einfacher. Es gibt ja unterschiedliche Bereiche im Gehirn. Der eine ist für die Sprache zuständig, für die Bewegungen. Und manche Bereiche sind sehr schnell fertig entwickelt. Und der Bereich, der jetzt am längsten braucht, bis er fertig entwickelt ist, ist ausgerechnet das Gebiet, was für die Vernunft zuständig ist. Ausgerechnet. Ja. Das heißt also, so vernünftige Entscheidungen treffen, wo ich so abwäge, was ist denn jetzt klug zu tun, was ist nicht so klug. Genau das funktioniert noch nicht so gut. Könnte man dann sagen, dass Jugendliche manchmal gar nicht anders können, als unvernünftig zu handeln? Aber klar, wenn dieser Bereich noch nicht ganz funktionstüchtig ist. Ich glaube, das solltet ihr euch alle merken. Wenn ihr in ein paar Jahren in der Pubertät seid, könnt ihr euren Eltern sagen, sorry, Baustelle. So, Conny, jetzt haben wir herausgefunden, Pubertät ist eine super komplizierte Zeit. Mhm. Ständig wechselt sich die Stimmung, es kommt ganz viel Tolles Neues dazu, aber dann ist man auch wieder super unsicher. Mhm. Gibt es irgendwelche Tipps, die du hast? Also ein Tipp könnte zum Beispiel sein, wirklich viel mit den Freunden zu reden, weil denen geht es ja ähnlich. Ja, die spüren ja auch gerade ganz viel und sich dann auszutauschen, das ist eine gute Sache. Ja, ein zweiter Tipp könnte noch sein, Thema Eltern. Die wollen einem ja oft irgendwie irgendwelche Tipps geben und man denkt erstmal, oh Gott, bitte nicht. Aber da doch mal hinzuhören, weil die waren ja selber auch in der Pubertät, kennen einen sehr gut und meinen es vielleicht eigentlich gut mit einem. Und Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, die Pubertät war im Nachhinein eine ganz schön coole Zeit, in der ich viel ausprobieren konnte und die mich auf jeden Fall ein Stück weit zu dem gemacht hat, wer ich heute bin. In der Pubertät verändern sich unsere Interessen, unser Aussehen und unser Hirn ist so eine Art Baustelle. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist Fremdwahrnehmung? A. Wie wir uns selbst sehen und beschreiben? Oder B. Wie uns andere Menschen sehen und beschreiben? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Also das ist so meine Selbstwahrnehmung, aber jemand anderes, du, ich meine, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen, du würdest mich vielleicht ganz anders einschätzen. Genau, das wäre eine Fremdwahrnehmung. Fremdwahrnehmung. Ja. Richtig ist also Antwort B. So Leute, das war's vom Ich-Check. Ich habe heute eine ganze Menge über mich selbst gelernt und ihr ja vielleicht auch über euch. Und ich über mich. Aber du bist ja ich. Ist ja auch egal. Schön, dass du da bist. Was hältst du davon, wenn wir die Abmoderation zusammen machen? Klar. Also Leute, das war's vom Ich-Check. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Na fast. Tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!